Hallo, liebe YouTube-Freunde. Wie immer, liebe Grüße aus Paraguay, Paraguay Live. Ich bin der Bit. Heute erzähle ich euch 5 Gründe, warum wir nach Paraguay ausgewandert sind, beziehungsweise warum wir in Paraguay leben. Und das schon seit 15 Jahren. Hallo, also der erste Punkt ist vor allem das Klima. Ja, subtropisches, tropisches Klima, je nachdem, wo wir in Paraguay sind. Also die Klimazonen, die sind also sehr angenehm. Es herrschen meistens gute Temperaturen, was heißt gute? Also wir haben auch gesucht, damit man nicht immer schwitzen muss. Ja, also immer über 30, 35, 40 Grad hat, sondern man hat ja auch gewisse Schwankungen, Temperaturschwankungen, und im Winter lässt sich gut aushalten, im Sommer ist auch sehr angenehm, das Wetter, die Sonne scheint gut, man sollte sich nicht darüber streiten, ob es 300 Tage oder nur 280 oder 310 Sonnentage in Paraguay gibt, aber vorwiegend ist das Wetter auf jeden Fall super, und deshalb sind wir unter anderem auch nach Paraguay gezogen, um es einfach, das schöne Wetter, zu genießen. Schauen wir uns einfach mal das an, was es wirklich mit der Natur und mit dem Wetter. Es ist einfach, man kann es kommentarlos lassen, weil man es einfach hier sehr, sehr gut bei dem sonnigen Wetter genießen kann. Das ist der erste Punkt. Wir kommen gleich zum zweiten. So, der zweite Punkt ist die Steuer, beziehungsweise die fast fehlende Steuer. Ich weiß nicht, ob du dich nicht darüber auch geärgert hast. Ich zum Beispiel hatte in Deutschland seine Zeit 2 Firmen und habe mich jeden Tag darüber geärgert. Ja, konnte mich kaum auf mein eigentliches Geschäft konzentrieren. Warum? Ja, weil ich zumindest die Hälfte der Zeit verbringen musste, ja, um gucken, dass man weniger Steuer bezahlt. Das hat mir nicht gefallen. Glaub mir, nicht gefallen. Und deshalb habe ich einfach gesagt, okay, also es langt mir jetzt. Ich werde weder für die Beamten noch für andere Leute, ja, für die sozial Schwachen, sage ich mal. Schwach sind die nicht, meistens wollen die halt nicht arbeiten. Deshalb habe ich mal gesagt, okay, warum sollte ich für alles aufbringen, für alles aufkommen? Das muss ja nicht sein. In Paraguay gibt es 10%, nochmal, 10% Mehrwertsteuer, und man zahlt, glaub mir, kaum Steuer. Kaum Steuer. Also da müsst ihr schon wirklich Millionen verdienen, um hier die Steuer entrichten zu müssen. Also damit habt ihr sicherlich keine Probleme. Und dann bei dem ersten Punkt und schönen Wetter nochmal die Steuer sparen. Zweiter Punkt erledigt, ja. Wir kommen jetzt zum dritten Punkt. Und zwar Einwanderung, beziehungsweise die Einwanderungsvorschriften. Ich habe euch, glaube ich, schon in vorherigen Videos erzählt, Beispiel Australien, Beispiel Kanada und andere Länder, dass die Einwanderungsbestimmungen nicht so günstig sind. In Paraguay dagegen braucht man immer noch Betonung auf noch, nur 5.000 amerikanische Dollar, und man kann die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Also kein Problem. Ich denke, damit dürfte weder du noch geringere Probleme haben. Ja? Aber bitte, nicht nur die 5.000 Dollar. Es ist wichtig, dass man genügend Vorrat hat, genügend Geld mitbringt, damit man natürlich auch relativ sicher und bequem leben kann.
Das ist ja auch wichtig. Also nicht nur mal die Einwanderungsvorschriften im Kopf haben, beziehungsweise nur die geringe Summe, die man aufbringen muss. Das ist nur der eine Punkt. Aber zusätzlich muss man dazu sagen, dass auch die Ausländer also sehr gut von Paraguay aufgenommen werden. Ja, es ist nicht wie in Deutschland oder zum Beispiel in anderen europäischen Staaten, wo die Latinos also wirklich schlecht aufgenommen sind. Ja, beziehungsweise die Ausländer, die haben eher einen Status, Bürger dritte oder vierte Klasse zu sein. Hier in Paraguay ist es nicht so. Es hat natürlich schon Vor-, aber auch Nachteile. Da kommen wir nochmal dazu in einem anderen Video. Normalerweise sind die Ausländer sehr herzlich willkommen in Paraguay. So, wir kommen jetzt zu dem vierten Punkt, und zwar die Wasservorräte. Ich bin mir sicher, da macht euch darüber oder habt euch bis jetzt kaum Gedanken darüber gemacht. Aber Paraguay ist wasserreich. Also ich muss nur eins sagen, als wir das Grundstück gekauft haben, ja, gab es zwar Wasseranbindung oder wir könnten das Wasser von der Stadt haben, aber der Weg war ja lang und vor allem, was wichtiger ist, es gab nicht immer Wasser. Ja, und wenn man natürlich ein schönes Leben führen möchte, auch mit Tieren, dann braucht man Wasser. Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, als ich hierher kam, einen richtigen Mann beauftragt. Der kam hierher und hat mich gefragt, Pitt, wo willst du das Wasser haben, beziehungsweise wo willst du den Wasseranschluss haben? Ich habe gesagt, wenn ich natürlich, sage ich mal, an Deutschland denke oder an Europa, wie viele Vorschriften gibt es da? Ja, was müsst ihr da vorher alles machen? Beziehungsweise, was sollte man dafür auch bezahlen? Unmöglich. Ja, da habe ich mich Gedanken drüber gemacht und habe gesagt, will er mich veräppeln oder ist es wirklich so? Und wisst ihr was? Es ist wirklich so. Ja, ehrlich. Man kann hier bei uns in der Cordillera, also in dem Raum Piribabuy, ja, ich spreche nicht von dem ganzen Land Paraguay. Ja, ich spreche hier von Cordillera bzw. von unserer Stadt Piribabuy. Der Mann ist zu uns gekommen, ja, beziehungsweise nicht gekommen, sondern praktisch mit seinen ganzen Maschinen und mit zwei, drei Männchen, die die Arbeit machen sollten. Und dann haben die einfach gefragt, pass mal, wollt ihr hier haben, wollt ihr hier haben, wollt ihr hier, wollt ihr hier. Ich habe gesagt, das Haus haben wir ein bisschen hinten, also das Wasser vielleicht da. Ein paar Überlegungen gemacht und habe ich gesagt, okay, wenn du da so sprichst, dann sage ich mal, hier möchte ich den Anschluss haben. Also hier solltest du bohren und findest du Wasser. Und er sagt zu mir, ja, mach dir doch mal keine Sorgen. Na, logisch, ist ja nur die Frage der Zeit. Und wie tief sollte man bohren? Da habe ich mir gesagt, okay, kein Problem, also Wasser mal anfangen. So, und das Wasser kam nach, jetzt weiß ich nicht, waren 30, 40 oder 50 Meter. Ja, ich habe es aber bis 100 bauen bzw. bohren lassen, ja, damit man die Sicherheit hat, dass das Wasser noch viel lange Zeit reicht. Und die Wasserqualität. Super. Müsst ihr kommen, einfach probieren. Das ist wie Quellwasser. Ja, es kommt von 100 Meter. Wir sind in der Gebirgskette Cordillera. Da müsst ihr euch ja vorstellen, dass es also wirklich qualitativ Top-Wasser ist, Top-Wasser. Ja? Einfach probieren lassen. Kommt ihr einfach nach Paraguay zu uns, da könnt ihr euch mal überzeugen. Ja? Und da gleich kommen wir zum letzten Punkt, nämlich zum fünften Punkt. Also wir kommen jetzt zum letzten, fünften Punkt. Und das ist für mich persönlich, beziehungsweise für uns, was war auch entscheidend, war die Freiheit, die persönliche Freiheit, als auch die zentrale Lage von Paraguay. Also wenn ihr einfach mal den Globus nehmt, beziehungsweise die Karte, könnt ihr sehen, dass Paraguay also wirklich zentral
in Südamerika liegt. Ja, das hat natürlich gewisse Vorteile. Wollt ihn zum Pazifischen Ozean, gar kein Problem. Atlantik ist auch, sagen wir, 1,5 Stunden, Flugstunden entfernt. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Man steigt in den Flieger und ist in einer guten Stunde am schönen Strand. Das war auch die mitentscheidende Lage, beziehungsweise auch Entscheidung, die wir uns ja überlegt haben, soll man nach Paraguay ziehen? Und da haben wir gesagt, okay, das ist wirklich die Freiheit. Ja? Ihr könnt sehen, hinter mir, also wie gesagt, da sieht man hinter mir die Freiheit, die wir haben. Ja? So, im Prinzip, da in dieser Richtung gibt es 200 Meter, gibt es schon die Stadt Piribebuy. Und hier Top-Lage, ja, wo wir es einfach unsere Freiheit, was wir brauchen, genießen können und auch genießen. Ja. Deshalb, jeder von euch muss sich mal die Gedanken machen, auswandern grundsätzlich ja oder nein. Ich wollte einfach mit diesem Video euch ein paar Eindrücke geben, damit man vielleicht doch in eurem Leben eine Entscheidung trifft und sagt, okay, pst, warum soll ich da weitere Jahre in Deutschland verbringen? Ja? Also, ich hoffe, die 5 Punkte, die haben euch gefallen. Ist jetzt die Frage, was denkt ihr darüber? Ja? Wollt ihr überhaupt auswandern? Wollt ihr überhaupt raus aus Deutschland? Ja, falls ja, einfach schreiben, einfach sich an diesen Gesprächen beteiligen und einfach sagen, warum, weshalb. Und wenn ja, welche Gründe habt ihr denn? Ja, ich könnte vielleicht noch 5, 6 oder 10 weitere Gründe nennen, aber jeder von euch sicherlich, liebe Freunde, hat natürlich andere Gründe, um es auszuwandern. Andere haben vielleicht andere Gründe, um halt in Deutschland zu bleiben. Also in diesem Sinne, einfach abonnieren den Kanal, damit man die weiteren Videos nicht verpasst. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Liebe Grüße, wo ihr auch immer seid in der Welt. Bis dann, ciao.